Söldner, Nick. Seid ihr diejenigen, die die Notiz über den Edelstein von Karaschek geschickt haben? Wir dachten schon, ihr würdet nicht kommen. Ihr wisst doch, dass es unhöflich ist, andere warten zu lassen. Ich habe schließlich auch noch andere Dinge zu erledigen. Ich bitte demütigst um Verzeihung. Wie kann ich einem aufrechten Bürger wie euch nur derartige Unannehmlichkeiten zumuten? Wo sind nur meine Manieren? Nicht in diesem herablassenden Ton. Ich bin nicht dumm. Ihr müsst wissen, wir wurden angeworben, um euch eine Notiz zu überreichen. Darin ist vom Edelstein von Karaschek die Rede und wir haben beschlossen, dass wir selbigen haben wollen. Ihr solltet ihn uns übergeben. Ihr könnt lesen. Es überrascht mich, dass ihr wisst, was eine Notiz ist und sie sogar lesen könnt. Ich muss nicht wissen, wie man liest, nur welches Ende des Schwerts wohin gehört. Wir gehen ohne diesen Edelstein nirgendwo hin. Gut, dann eben ab in den Tod mit euch. Schwantis. Massivster Schaden. In Naturreform. Oder war das positiv gemeint? Halt. Ich glaube, es soll einen Naturschaden darstellen. Das ist verdammt viel Blut. Was ist denn das für ein Name? Walpole. Größter Schatz aktualisiert. Fange Gemlem nach dem frage Gemlem nach dem Walpole-Schläger. Was auch immer das heißen soll. Das heißt, wieder in die Unterstadt. Und so kommen wir am schnellsten hin. Von Meryl direkt rüber. Ups. So. Och nö. Warum komme ich da laufend aufs Rad? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Ob es eingeblendet wurde. So, ab rein mit uns. Gemlem, altes Haus. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Ich hätte da mal eine Frage. Was im Namen des Erbauers ist ein Wallop-Schlägel? Als ich das letzte Mal Wallop gespielt habe, war ich noch ein Kind. Aber mein Schlägel hängt immer noch an der Wand. Zumindest darin war ich wirklich gut. Okay. Das hier ist ein Wallop-Schlägel. Jetzt aktualisiert und suche den Fennendal, den Baum des Volkes im Gesinde. Hä? Was ist denn das für eine Was ist denn das für eine Quest? Hat das eine jetzt mit dem Baum zu tun? Keine Ahnung. Leicht verstörend. Wir müssen zu dem Venadalbaum. Ich kann nicht glauben, dass jemand Holz von einem Venadalbaum schlägt, um diesen Wallop-Schlägel herzustellen. Das ist doch nur ein Kinderspielzeug. Wallop-Schlägel? Dann müsst ihr derjenige sein, dem ich diese Notiz geben soll. Noch eine Notiz? Diese Person ähnelt einem unterbezahlten Bordellweib. Voller Freude, uns herumzuführen. Ich erhielt einige Münzen, um das der ersten Person zu geben, die nach Wallop-Schlägeln fragt. Leider trug der Betreffende eine Kapuze und es war dunkel. Ich konnte kaum etwas erkennen. Aber es war zweifelsohne ein Mensch. Kein Irrtum möglich. Selbst mit Kapuze seht ihr alle gleich aus. Ein Lagerhaus? Ich lasse mich nur ungern durch die Gegend führen. Außer es ist eine Leine im Spiel, was hier nicht der Fall ist. Diese netten Spielchen mit Isabella, glaube ich, würden einige gerne treiben. So, ab zu den Docks. Mal sehen, in welchem Lagerhaus sich denn gewisse Person befindet. Und verdammt, ja, ich finde dieses Teil da geil.
Smethys Frisch... Nee, Fischerverarbeitung. Ich wollte schon Frischerverarbeitung. Nee, das macht keinen Sinn. Frische Fische? Von Fritzers... Los, suchen wir diese Kisten. Genau das. Wir suchen einfach mal die Kisten. Das Mysterium von Kirkwall. Lieferung 1039. Nichts wirklich Nettes darin. Lieferung 1023. Ich frage mich, was wohl in diesen Kisten ist. Hier stimmt etwas nicht. Eine Falle! Dam, dam, da! Da, 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 da! Alle in den hinteren Raum! Los! Raus aus dem Gift! Lass sie kommen! Da ist nämlich noch eine Lieferung. In Deutsch drinne. So, Enders Gruppenheilung. Und ich glaube, wir ziehen uns mal wieder zurück. Ah, das Gift hat endlich aufgehört. So, schnappt euch den da. Die Meisterbogenschützen. Wo ist der Kamerad? Da. Außer Reichweite. So, da, da. Gruppenheilung ist noch nicht aktiv. Gucken, gucken. Na! Jetzt haben sie auch noch platt gemacht. Ach, scheiße. Ja, weil ich das Halten drin habe. Da bewegt sich ja kein Schwein. Heiltrank, los. Und alle Mann auf den da. So, dann auf den Witzbold hier. Auf den. So, da kommt Nachschub. Geht mal alle da nach hinten hin. Und da brutzelt mal den Kommandanten. Der geht nämlich jetzt auf den Sack. Jawohl, ja. Meisterhafter Schlag. Meryl ist down. Ich aber auch gleich. So, gib ihm. Aber wer will hier den Kameraden eigentlich tot sehen? Es ist Zeit, dieses Theater zu beenden. Mich lieber nicht verprügeln lassen sollte. Irgendjemand will Gamlin entführen? Das ist absolut komisch. Wer will denn den haben? Naja, nicht fragen, rausfinden. Irgendwelche Höhlen müssen wir aufsuchen. Uns haben auch echt ganz schön viele Söldner geschickt, also wen hat unser Onkelchen denn diesmal ans Bein gepisst? Und vor allen Dingen, woher weiß er, dass unser Onkelchen dieses
ja, Diamantenteil, was auch immer es jetzt sein soll, sucht. Das ist die viel größere und wichtigere Frage. Ach Gott, die ist schon zweimal gestorben. Wichtigere Frage. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar von den Trank des Lebensschutzes. Die sind nämlich, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, dann ab zu den Höhlen. Sobald wir die ewige Lauferei durch die Docks vollendet haben. Naja, wenigstens ist der Nachthimmel schön blau. So schön blau. Ja, blau machen können wir auch mal wieder. So, auf geht's. Da. Der Abfluss. Der Abfluss? Na, ah, schon wieder in die Kanalisation. Bäh. Muss nicht sein. Nicht immer. Und es sieht genauso aus wie jede andere Mine auch. Und es sind natürlich wieder Untote damit im Spiel. Das ist doch einwandfrei. Dann wissen wir, dass es wirklich was Gutes ist, ne? Weil Untote da sind, dann kann es ja nichts Falsches sein. Hui. Wir haben ein paar Riesenspinnen aufgeweckt. Ja, danke für die Heilung. Das weiß ich nicht los. Die Dinger hauen gut rein. Echt gut rein. Und der Bogenschütze nervt. Gewaltig. Fressen. Bisschen Spinne fressen am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Die Kämpfe werden echt viel zu schwer. Ich muss als und als Tränke schlucken. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Eventuell sollte ich wirklich da hinübergehen, Evelyn mitzunehmen. Aber an welcher Stelle? Tja, das ist eine gute Frage.